Hallo liebe Bogensportfreunde, Stabi-System zweiter Teil. Ihr werdet merken, warum ich es getrennt habe, es wird alles zu lang. Also, ich habe meinen Stabi hier. Wie lang soll das ganze Ding eigentlich sein? Das hatte ich beim letzten Mal vergessen. Es gibt Stabis, ich habe es gezeigt, wenn der 14 Zoll lang ist, ist der prima. Den längsten Stabi, den ich kenne, wenn ich mit Beta arbeite, mit dem Extender arbeite, dann komme ich auf 40 Zoll ungefähr. Das sind schon Werte, die sind extrem. Ja, das ist jetzt so lang, wo ich dann immer spaßeshalber sage, warum macht ihr nicht vernünftig lang, dann könnt ihr auf 18 Meter vorne die Spitze sofort auf eine Scheibe auflegen. Also, wie lang ihr den nehmt, wird immer, ich habe also meinen Lieblingstrainer gefragt und die sind immer Nationaltrainer gewesen und die auch, aber Kernaussage dabei war folgendes, wir sind ja schon froh, dass die Leute weg sind von diesen ultralangen. Okay, soll für euch mal ein Hintergrund sein. Und ich hau jetzt noch mal einen drauf. Es ist wirklich nur eine kleine Empfehlung von mir. Aber komplett Stabilänge, vergleicht das bitte mit der Auszugslänge. Dann seid ihr ungefähr im Rahmen, womit ihr arbeiten könnt. Das heißt, wenn ihr einen Auszug habt wie ich mit knapp 31 Zoll, dann darf das ganze System auch gerne 31 Zoll haben. Der hier hat jetzt 28 Zoll. Die Spinne kommt noch dabei mit einem Zoll. Und das ist ein 4 Zoll. Ich bin ein bisschen drüber. Egal. Passt schon, weil er funktioniert für mich. Wofür ist eigentlich dieses hier nach vorne gelegt? Wofür der Extender eigentlich? Das habe ich beim letzten Mal auch noch vergessen. Ich arbeite normalerweise ohne Extender. Dann habe ich den Bogen im Prinzip komplett ausgeglichen. Er kippt nicht nach vorne. Aber, genau, er stößt an. Das heißt, es wird ein bisschen puzzeliger, den zu arbeiten. Wer schon mal auf der Schießlinie beim Turnier gestanden hat, weiß, was ich meine. Man hat ja nur seine Leute direkt hinter sich und neben sich und dann hat man ein bisschen wenig Platz. Wenn der Stabi weit hinten ist, habe ich den Bogen relativ frei zu tragen, damit ich überhaupt bis auf die Schießlinie drauf komme. Und so habe ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, wenn ich einen Extender drin habe. Das ist der ganze Hintergrund vom Extender. Mehr ist es nicht. So, was kommt noch dabei? Ich habe gesagt, wir machen heute Tuning drauf. Es gibt eine Besonderheit bei solchen Bögen. Dafür geht ihr in Auszug und dann soll der Bogen möglichst ruhig stehen. Und dann gibt ihr mal einen Ticken drauf, hier hinten mit der Hand. So. Wichtig dabei ist, ich bin am Zittern wie doof. Wichtig dabei ist, er soll sich möglichst schnell beruhigen. Was passiert, wenn ich jetzt hier ein Gewicht wegnehme? Na, komm. Ist er. Also Gewichte und Endkappen gibt es immer einzeln noch nachzukaufen. Ist für euch ganz, ganz wichtig. Macht das bitte. Zack. So, wenn ich den Bogen jetzt ausziehe, dann merkt ihr das ein bisschen mehr. Ne? Er beruhigt sich aber nicht mehr so schnell. Und genau das müsst ihr rausfinden. Arbeitet mit verschiedenen Gewichten drauf. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt gleich diese Spitzengewichte, diese Zwischengewichte kaufen, sondern ihr könnt die erstmal auswiegen. Macht da irgendwelche mit Gummiband Schrauben dran oder sonstiges, damit ihr erstmal feststellt, wie viel muss es eigentlich sein. Brauche ich jetzt 20 Gramm, brauche ich 30 Gramm, brauche ich 60 Gramm, brauche ich 80 Gramm und so weiter und so fort. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr sagen, okay, ich brauche jetzt Zwischengewicht 46 Gramm. So, und schon funktioniert das ganze System, so dass der Pfeil auch wirklich anschließend sauber beschleunigt wird. Das ist das Tuning schlechthin. Das zweite hatte ich schon gezeigt. Gegenüber dem Visier, das ist jetzt Rechtshandbogen, ein Gewicht mehr drauf machen, damit er ein bisschen ruhiger liegt. Und schon seid ihr sauber am Laufen. Jetzt kommt noch eine Besonderheit. Und das würde ich ganz gerne im nächsten Film machen. Ich würde sagen, bis denne, euer Norbert.